Der Spionage-Thriller Wendezeit, der heute Abend hier im Ersten lief, war nicht nur hochspannend. Er hat auch viele Fragen aufgeworfen. Wie mächtig waren die Geheimdienste im Kalten Krieg? Wie riskant, wie gefährlich war die Arbeit der Agenten? Und welchen Preis haben viele von ihnen nach ihrer Enttarnung gezahlt? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Das Thema bei Sandra Maischberger. Spione im Kalten Krieg, gefährliches Doppelleben. Unsere Gäste. Lilli Pöttrich. Als westdeutsche Spitzendiplomatin spionierte sie jahrelang für den DDR-Auslandsgeheimdienst. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum erlebte, wie die Spionageaffäre um Günter Guillaume zum Sturz von Kanzler Willy Brandt führte. Bodo Hechelhammer, der langjährige Mitarbeiter und Historiker des BND, sagt, für die Ostagenten war es viel einfacher, in einer Demokratie wie unserer zu spionieren als andersherum. Der frühere US-Botschafter John Kornblum fädelte 1985 im Kalten Krieg den legendären Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke ein. Und später Eberhard Fettgenheuer. Der DDR-Ingenieur hatte für die CIA das sowjetische Militär ausgekundschaftet. Er saß 6 Jahre in Haft und wurde gegen Ostagenten ausgetauscht. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserer Sendung. Schön, dass Sie da sind, auch meine Gäste. Wir gehen weit zurück in die Zeit, Herr Kornblum. In diesem Film geht es um eine Ostspionin, die bei Amerikanern mittendrin sitzt. Und Sie waren ja lange Zeit Diplomat für die USA in Deutschland. Hatten Sie eine Spionin irgendwann mal in Ihrer Laufbahn neben sich? Ja, eigentlich ja. Aber ich wusste das erst nach der Wende. Als ich Leiter der amerikanischen Mission in West-Berlin war, waren 3 Menschen da, die 2 für die DDR und einmal für die KGB, Sowjetunion, spioniert haben. Mhm. Eine saß direkt in meinem Privatbüro sozusagen, war Protokollassistent. Wir wussten das erst natürlich nach dem Mauerfall, nachdem man in die Akten schauen durfte. Und Sie hatten keinen Verdacht? Überhaupt keinen, nein. Unauffällig verhalten. Ich sah so, ich meine, wenn man sagen würde, wen sollen wir nehmen, der überhaupt nicht wie eine Spion aussieht, dann wäre es diese junge Dame gewesen. Sie war ziemlich jung und sehr detailliert, sehr engagiert und hätte nie gedacht, dass sie eine Spionin war. Was ist mit ihr passiert danach? Ich weiß es nicht. Das westdeutsche Recht hat das irgendwie, und damals das deutsche Recht hat sie irgendwie bestraft. Also ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich war nicht mehr in Berlin zu dem Zeitpunkt. Okay. Herr Hechelhammer, der Film zeigt auch die Jagd nach einem Maulwurf. Nun sind Sie im Herzen des BND, arbeiten für den BND. Ist das realistisch, so eine Maulwurfsjagd? Muss man sich das so vorstellen, dass tatsächlich mal ein Verdacht aufkommt? Da ist jemand in den eigenen den müssen wir suchen? Na, Maulwürfe haben eigentlich alle Nachrichten und Geheimdienste gejagt, wenn es Hinweise gab. Also Nachrichtendienste, Geheimdienste sind ja geschlossene Systeme. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, wenn der Verdacht aufkommt, dass jemand von den eigenen Mitarbeitern für eine fremde Seite arbeitet. Und das Problem ist dann natürlich, wie bekommt man es raus? Also Verdächtigungen gibt es vielleicht viele. Da müssen diejenigen, die sich auch damit beschäftigen, von Berufswegen natürlich sehr, ja, eine sehr große Sensorik haben, auf alles Mögliche reagieren. Aber von einem Verdacht zu einem Beweis, dass ein entsprechender Verrat geübt wird, das ist dann ein ganz großer Schritt. Vor allen Dingen auch, wenn es in Richtung Staatsanwaltschaft geht, dass entsprechende belegbare Beweise dieser Verratstätigkeit vorliegen. Wie oft ist das vorgekommen beim BND so in Ihrer... Oh, ich kenne jetzt keine empirischen Daten dafür, aber es gab natürlich Fälle und einer der bekanntesten Fälle, der auch dem BND massiv geschadet hat, auch hinsichtlich seines Images, war eben Heinz Felfe in den 60er Jahren, der leider Gottes dann pikanterweise am Ende seiner Dienstzeit auch der Leiter der Gegenspionage der Sowjetunion war und zu dem Zeitpunkt 10 Jahre eben in Wahrheit für Moskau gearbeitet hat. Also das war der größtmögliche Schaden, den man sich denken konnte. Mhm. Herr Baum, Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, von 78 bis 82 waren Sie in dieser Zeit, spionierten Dutzende Sekretärinnen. Es flogen auch immer wieder welche auf, ja. Das stand dann in der Zeitung. Wie misstrauisch ist man damals gewesen? Hat man irgendwie mal geguckt, wer sitzt denn? Man hat natürlich überprüft. Und die besondere Situation war ja, dass es 2 deutsche Staaten waren. Es sind ja nicht Fremde, es waren Deutsche in der Regel. Nicht? Deutsche von drüben, Deutsche von hier, von der Bundesrepublik. Und da war man natürlich auch besonders anfällig. Nicht? Also man konnte sich auch gut verstecken als Deutscher. Nicht?
man kam nicht als Fremder ins Land, man war da. Waren Sie misstrauisch? Na, wir haben natürlich darauf auch geachtet, dass wir also nicht ausgespäht wurden. Aber dem Erfolg sind da Grenzen gesetzt. Wir hatten zwei große Spionagefälle, Bundesamt für Verfassungsschutz, für das ich zuständig war. Das war der Fall Tietke und der Fall Kuhorn, nicht? Die haben uns ganz schön zu schaffen gemacht. Aber mehr war wirklich Felfe. Felfe war der große Fall. Mhm. Der Mann hat, muss man sich vorstellen, die Abteilung Sowjetunion beim BND geleitet. Und wurde vom KGB bezahlt. Also das kann man sich gar nicht hinnehmen. Haben Sie ein bisschen Respekt davor, dass die das... Na, das war ein skrupelloser Mann. Okay. Also vor ihm habe ich persönlich keinen Respekt. Nein, vor dem KGB, der da so offensichtlich so erfolgreich gearbeitet hat. Dann. Ja, er war vorher in der SS Sturmbannführer. Also gut, kein Respekt. Immer erfolgreich gearbeitet. Frau Pöttrich, Sie waren Diplomatin im Auswärtigen Amt ab 83. Haben Sie etwas von diesem Misstrauen eigentlich gemerkt, dass man sich gegenseitig beäugt hat in dieser Zeit des Kalten Krieges? Mal geschaut hat, guckt jemand auf mich, guckt jemand... Ja, wenn man beim Auswärtigen Amt anfing, musste man natürlich eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Also was ja auch... schon ein gewisser Beweis des Misstrauens ist, eben um solche Fälle wie diese Sekretärinnenfälle zu Beginn der 80er Jahre Romeo. Oder Romeo-Fälle. Und die Romeos waren ja meistens DDR-Bürger, die mit Doppelgängerbiografien in die Bundesrepublik eingeschleust wurden. Und deswegen war man Anfang der 80er Jahre, als ich beim Auswärtigen Amt anfing, schon sehr vorsichtig. Wurden Sie vor Männern gewarnt? Also Romeos sind doch, wenn ich es richtig verstanden habe, der Baum. Das sind Leute, die als Lover eingeschleust wurden, um Sekretärin zu gewinnen, sozusagen als Partnerin. Mhm. Und dann sie in die Spionage hineinzubringen. Das hat natürlich der BND nie gemacht, oder? Sie haben keine Romeos nach Osten geschickt, oder? Nicht professionell, nein. Also ich kenne das gar nicht. Okay. Also wir haben da eine Romeo-Ausbildung durchlaufen. Ja, hat. Nee. Ja, also solche es gab da auch regelrechte Kampagnen, in denen vor Romeos und so gewarnt wurde. Mhm. Aber es ging natürlich auch darum, die Leute zu finden, die also in vollem Bewusstsein sich einschleusen wollten. Und deswegen wurde man also wirklich vom Bundesamt für Verfassungsschutz auf Herz und Nieren geprüft. Hat musste zum Beispiel auch Namen von Leuten angeben, die einen schon von Kindesbeinen an kennen, um eben solche Fälle wie in dem Film eben zu vermeiden. Bei Ihnen hat das mit dem Überprüfen alles nichts genutzt. Frau Pöttrich gehört zu denen Agentinnen, die tatsächlich im Auftrag der DDR spioniert haben im Westen, so wie unsere Filmfigur. Aber anders als die Filmfigur ist es bei ihr nicht so gut ausgegangen. Lilli Pöttrich, Juristin, Diplomatin der Bundesrepublik Deutschland und Geheimagentin der DDR. 1976 rekrutiert der DDR-Auslandsgeheimdienst die 22-jährige Studentin und lenkt fortan ihre berufliche Laufbahn von Ost-Berlin aus. Lilli Pöttrich geht in den diplomatischen Dienst, macht Karriere, arbeitet unter anderem als stellvertretende Referatsleiterin in der Deutschen Botschaft in Paris. Und sie spioniert für die HVA, die Hauptverwaltung Aufklärung, die dem legendären Markus Wolf untersteht. Regelmäßig reist Pöttrich zu konspirativen Treffen mit Kontaktpersonen des Ministeriums für Staatssicherheit, liefert der DDR wichtige Informationen über die westliche Wirtschaftspolitik. Als 1989 die Mauer fällt, arbeitet die Diplomatin im Auswärtigen Amt unentdeckt weiter, bis sie durch die Rosenholz-Dateien enttarnt wird. 4 Jahre später, am 1. Dezember 1993, wird Lilli Pöttrich in Bonn verhaftet. Das, was wir gerade gesehen haben, war ihr Deckname, Angelika. Genau. Angelika. Ja. Wie wird man denn, wenn man Anfang 20 ist, ich glaube Jurastudentin an der Uni Frankfurt am Main, wie kommt man da hin? Sie waren im sozialistischen Hochschulbund aktiv. Das heißt, Sie waren eine Überzeugungstäterin? Ja, schon. Also
Also es entsprach auch meiner Überzeugung, diese Arbeit zu übernehmen. Natürlich ist man, wenn man links ist, natürlich nicht unbedingt verpflichtet, sich der Spionage zu widmen. Das ist klar. Es gibt ja auch viele andere Wege, sich da zu betätigen. Aber bei mir war es so, dass ich in Frankfurt an der Uni sehr aktiv war, aber wir hatten also wenig Erfolg. Wenn man da mit seinen Traktätchen stand, kam man sich manchmal vor wie die Zeugen Jehovas. Mhm. Und in der Situation bin ich angesprochen worden. Und in der Situation hat es mir auch eingeleuchtet, dass es vielleicht also effektivere Methoden gibt, was mit dem Sozialismus zu tun. Also zum Erreichen der Sozialismus für mehr als nur ein Land. Wie sind Sie angesprochen worden? Also steht dann plötzlich ein Führungsoffizier vor einem und sagt, ich habe hier ein Jobangebot? Also direkt angesprochen worden bin ich in Frankfurt in meiner Wohnung. Da klingelten zwei junge Männer an der Tür, die DDR-Pässe zeigten. Und die sagten, sie kämen von einem Institut für Imperialismusforschung und machten eine Umfrage unter westdeutschen Studenten, ob ich bereit wäre, ihnen ein paar Fragen zu beantworten. Ja, natürlich war ich bereit und wir haben uns dann länger unterhalten. Und es war also sehr nett und sehr interessant und so. Und ich meine, ich fühlte mich durch die Aufmerksamkeit natürlich auch ein bisschen geschmeichelt. Aber waren das schon Agenten? Ja, das waren sie schon. Ja, das waren schon. Also es hatte auch früher schon Kontakt stattgefunden, was ich allerdings nicht gemerkt hatte. Ich war im Sommer 1975 beim FDJ-Sommerlager in Potsdam. FDJ, die Jugendorganisation der DDR. Und das war eine Übung, die jedes Jahr stattfand. Das war eine Veranstaltung mit zur Hälfte FDJ-Mitgliedern, zur Hälfte Mitgliedern von befreundeten Organisationen im Westen. Da waren Sie und haben das ging damals bis zum Liberalen Hochschulverband. Ja, die waren auch dabei. Herr Baum erinnert sich offensichtlich. Das war also ganz interessant. Also das ging über zwei Wochen und man hatte also ein buntes Programm aus Besichtigung, Betrieb, LPG. Also man hat sie regelrecht einfach um den Finger gewickelt, indem man ihnen gezeigt hat, wie schön es auch sein kann in der DDR. Wie schön es auch sein kann und man hat auch uns die Anerkennung gezeigt. Wir hatten also auch unsere Zeitungen, unsere Flugblätter und Traktätchen und alles dabei. Da haben und sie das Luft wurde bekommen. Also auch demonstriert und ja, also es war insgesamt eigentlich eine gelungene Veranstaltung. Und dann kamen aber die beiden Herren, dann sind sie nochmal hingefahren und dann hat man ihnen tatsächlich dieses Angebot gemacht und hat ihnen dann... Ja, nicht und, gleich. Aber dann sind sie ausgebildet worden irgendwann mal. Was muss man lernen, wenn man eine unbefangene Studentin ist? Was muss man lernen, damit man spionieren kann? Was wurde ihnen beigebracht? Ja, ich habe die ganzen technischen Sachen gelernt. Also wie funktioniert ein toter Briefkasten? Wie macht man das mit den Freizeichen? Wie ist es mit der Selbstkontrolle? Das heißt mit der Kontrolle, ob man verfolgt wird oder nicht. Das habe ich alles gelernt. Das war allerdings das Wesentliche an meiner Tätigkeit. Ich war ja nicht James Bond, sondern ich war ja als Quelle ausersehen. Tatsächlich aber hat die HVA, also die DDR, ihren Lebens- und Karriereweg bestimmt. Absolut. Die haben gesagt, ja, aber so, du bist jetzt bestimmt. Lieber... Ich bin freudig drauf eingegangen. Ja, aber wären Sie jemals zum Auswärtigen Amt gegangen, in den diplomatischen Dienst? Nee. Das haben doch die sich überlegt, oder? Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und wahrscheinlich hätten die mich auch gar nicht genommen, wenn ich damals offen gesagt hätte, was ich dachte. Mhm. Ich musste also erstmal mich jedenfalls nach außen hin ideologisch ganz anders orientieren. Ich habe also meinen Bücherschrank gesäubert, bin von Frankfurt nach Köln gezogen, an die Uni, um den Freundeskreis praktisch zu wechseln, also vor den alten Genossen den Wandel zu vollziehen, das hätte ich nicht fertiggebracht. Sie mussten von einer Linken zu einer Staatstreuen werden, damit sie überhaupt gemäßigt, aber und die Hauptabteilung HVA hat tatsächlich auch Ihnen geholfen bei dem Bewerbungsverfahren. Also bei den Vorbereitungen eigentlich weniger. Also weil ich da doch das, ich hatte halt mehr Einblick, weil ich ja eben in der Bundesrepublik lebte. Also da konnten sie nicht viel helfen. Aber was das konkrete Bewerbungsverfahren anbetraf, da waren sie schon sehr gut informiert. Das ist aber doch schon ziemlich ein massiver Eingriff ins
eigene Leben, wenn Sie sagen, okay, ich studiere jetzt woanders, ich nehme jetzt eine Karriere. Hat man auch gesagt, wie das Privatleben sein soll? Also wurde etwas gesagt über, es ist nicht günstig, eine Familie zu gründen zum Beispiel? Nee, im Gegenteil. Die haben immer gesagt, also wenn du denn mal eine Idee hast, dann finden wir irgendwie eine Lösung und so. Aber ich hatte keine. Okay. Also insofern war das kein Problem. Dann kommen Sie dann eben in die diplomatischen Dienst. Sie sind dann in der deutschen Botschaft in Paris unter anderem gewesen. Sie haben vor allem Informationen über Wirtschaft und westliche Technologien nach Osten gebracht. Ja. Was muss man sich da, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie Akten nach Hause genommen, fotografiert oder nachts fotografiert im Amt? Oder also wie haben Sie das gemacht? In der ersten Zeit, da war ich ja noch so ganz am Anfang meiner Laufbahn beim Auswärtigen Amt, kannte mich auch noch nicht so besonders aus. Das waren so die ersten anderthalb Jahre im Dienst, also da diese ganzen Papiere angefallen sind. Und da hatte ich also schon überlegt, was interessant sein könnte. Ich hatte also nie genaue Instruktionen, welche Themen ich zu bedienen hatte. Also die haben nicht so, die haben nur gesagt, das und das bitte nicht, das haben wir schon. Okay. Also so die üblichen Informationsdienste und so, die sollte ich nicht liefern, sondern einfach die Augen offen halten. Und die haben also bewusst nicht gesagt, was sie genau wollten, wohl auch, damit ich nicht weiß, wo denn da die Lücken und die Informationsbedürfnisse sind. Das heißt, Sie haben Information einfach, ist ja dann immer zweigleisig. Sie haben immer Akten genommen, von denen Sie dachten, die von denen ich dachte, das könnte interessant sein. Und haben die fotografiert? Ich habe sie dann meistens mit nach Hause genommen vor den Treffs. Und habe sie fotografiert, habe dann die Filme in so kleine Döschen gepackt und dann übergeben. Ich stelle es mir vor und versuche mir vorzustellen, ob man da einen Moment lang Skrupel hat oder ob man es aufregend findet oder ob man Angst hat, dass da jetzt jemand an der Tür stehen könnte und einem dabei erwischt. Ja, man muss natürlich vorsichtig sein. Mhm. Also ich meine, die Grundregel ist, dass man immer sich so normal wie möglich verhält. Auch immer so wenig konspirative Hilfsmittel benutzt wie möglich. Mhm. Also ich habe zwar den Umgang mit Agentenfunk und dem ganzen, das habe ich alles gelernt, aber wir haben in meiner aktiven Zeit also nie irgendwie über Funk verkehrt. Ich hatte auch keine Dechiffrierunterlagen bei mir und Ähnliches. Das heißt, bei mir hätte man jederzeit eine Haussuchung machen können, also hätte man vielleicht ein paar Papiere gefunden, die da lagen. Das wollte ich mir abends noch mal durchlesen. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und dann haben Sie das, was Sie fotografiert haben, immer persönlich übergeben? Ja, immer persönlich. Was doch auch ein Risiko ist, nein? Im Gegenteil. Aha. Also der unpersönliche Kontakt ist viel riskanter. Da hat man also tote Briefkästen oder man versteckt was in der Toilette vom Interzonenzug oder so. Und da kann so viel schief gehen. Also haben Sie also jemanden getroffen? Das Persönliche ist eigentlich immer besser. Den mussten Sie ja erkennen auf der Straße oder er Sie. Wie haben Sie Zeichen verabredet? Was man? Ja. Also im Prinzip hatte ich immer einen Instrukteur. Das war ein DDR-Bürger, der auch einen ganz normalen Beruf ausübte und dann nur für die Treffen mit mir in den Westen kam. Und wir kannten uns jahrelang und dann lief das auch alles ganz reibungslos. Aber es war natürlich auch theoretisch die Möglichkeit vorgesehen, dass es jemand anders macht. Ach so. Ja, genau. Das beschattet werden war immer ein Problem. Das war also ein großes Thema. Und wie haben Sie dem signalisiert, ich glaube, ich werde nicht beschattet? Da gab es ein sogenanntes Freizeichen. Was? Das war Telefon, nein? Das war FAZ unterm Arm. Okay. Und das hieß damit habe ich signalisiert, ich kann angesprochen werden. Also die Regel war so, dass ich angesprochen wurde, denn die kannten mich ja, während ich die anderen ja, wenn es nicht der regelmäßige gewesen wäre, nicht gekannt hätte. Und außerdem machten die manchmal noch was anderes, das nennt sich Gegenbeobachtung. Das heißt, die hatten dann noch einen zweiten oder Irgendjemand hatte einen zweiten Mann dabei, der das Ganze noch so ein bisschen von Ferne beobachtete. Jetzt reden wir da heiter darüber, aber ja. In Wahrheit waren Sie ja zu einer wirklich schlimmen Zeit, die viele Menschen geängstigt hat, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, haben Sie für einen, das konnte man zu der Zeit ja auch schon wissen, für einen ziemlich skrupellosen Staat
spioniert im Westen, der dann skrupellos jedenfalls war, wenn er das Gefühl hatte, da wären Feinde in den eigenen Reihen. Hatten Sie Skrupel? Hatten Sie jemals das Gefühl, Sie tun was Falsches? Also zumindest solange der Kalte Krieg noch im Gange war, hatte ich das Gefühl mit Sicherheit nicht. Mhm. Also die Zweifel, die kommen dann erst, wenn alles so schiedlich friedlich sich entwickelt mit Gorbatschow und Ähnlichem. Also dann denkt man... 85 dann, ne? Ja, genau. Aber solange der Kalte Krieg im Gange war, war das für mich völlig selbstverständlich. Aber der Kalte Krieg war ja schon abgekühlt durch die neue Deutschland- und Ostpolitik. Ja, zum Teil. Ich meine, auf der anderen Seite gab es ja dann diese Star-Wars-Initiative. Es gab den Doppelbeschluss, es gab diese ganzen Geschichten. Eine Menge Rüstung passiert. Also es sah so aus, als ging es eigentlich wieder los. Und dann kam der Mauerfall. Wo waren Sie? Ich war zur Zeit des Mauerfalls in Südfrankreich. Mein Referatsleiter hatte uns eingeladen in sein Landhaus nach Südfrankreich. Und wir hatten also gerade sehr lecker gegessen und setzen uns dann... Genau, dann... machte er denn die Abendnachrichten an und da sah man also die Leute oben auf der Mauer sitzen. Also im Film kriegt die Spionin einen Riesenschreck, weil sie denkt, oh Gott, die Mauer fällt, damit fällt auch meine Tarnung. Hatten Sie den Moment auch? Ja, nicht unbedingt. Also ich meine, Schreck, also mulmig war mir schon. Aber man wusste ja eine ganze Zeit lang nicht, wie sich die Dinge weiterentwickeln würden. Mhm. Also man wusste ja, dass in der DDR nicht alles zum Besten stand. Na gut, aber der erste Agent ist schon 1990, Anfang 90 aufgeflogen. Haben Sie nicht einen Moment lang gedacht, ach, also da? Wenn die Dänen ja, erwischen, da, ja, gut. Dann also, bin ich aber, auch bald dran. Ja, sicher, klar. Ja, ich meine, klar war das unheimlich. Aber es war ja auch noch eine gewisse Zeit davor, wo die Situation noch so ein bisschen auf der Kippe war. Zwischen Mauerfall und gab's den ersten Wahlen. Da gab es diese 10-Punkte-Erklärung von Kohl, ja. Die ja nicht unbedingt auf die Einigung hinlief, sondern auch schon vorher hätte anhalten können und so. Also und auch, ich lebte damals in Frankreich und hatte privat vor allem Kontakt mit Franzosen und da sah man die Dinge eigentlich auch ganz anders. Die wollten eigentlich keine Wiedervereinigung, die Mehrheit, nein. Und die waren da höchst skeptisch. Und ich glaube, Mitterrand sogar ist dann noch hingefahren aus Berlin, um denen da ein bisschen den Rücken zu streichen. Also Sie dachten, es geht weiter und Sie haben ja auch eine Weile gearbeitet. Es geht weiter, ja, möglicherweise. Allerdings war es so, dass die HVA in der Phase schon ihre Koffer packte. Also ich hatte schon im Spätherbst irgendwann die Nachricht, dass also alles, was meinen Fall betraf, an einem sicheren Ort ausgelagert war. Und ich glaube, im Januar wurde mir dann mitgeteilt, es wird alles eingestellt. Und dann ging die Sache mit dem runden Tisch los. Also mein Hauptführungsoffizier war also auch an dem runden Tisch beteiligt, der sich da mit der Auflösung der HVA beschäftigte und so. Also das heißt, da lief dann überhaupt nichts mehr. Also außer, dass ich so ein bisschen über Stimmungen berichtet habe, lief da nichts mehr. Herr Hechelhammer, ich würde Sie gerne mit in die Debatte hineinziehen, weil tatsächlich, das ging 3 Jahre gut. Und dann gab es diese Rosenholz-Dateien, die ja auch in dem Film eine große Rolle spielen. Was sind das? Da war der Name von Frau Pöttrich auch drauf. Was genau sind die Rosenholz-Dateien gewesen und warum hatten die so eine Bedeutung? Na, das sind die verfilmten Karteikartensysteme der HVA, in dem das Interesse an Personen der Auslandsaufklärung dargelegt ist im Allgemeinen und darunter auch dann natürlich versteckt kodiert die entsprechenden IMs, also die Spione, die dann auch im Operationsgebiet, also in der BRD, tätig waren und den besonderen Stellenwert nehmen diese sogenannten Rosenholz-Dateien eben ein, weil wie ja schon eben gesagt, in der Wendezeit und danach die Regierung Modrow und auch der runde Tisch, den ja zugestimmt hat, dass die HVA sich selbst auflöst und dazu gehörte auch die entsprechenden Unterlagen selbst vernichtet. Und diese Datei ist im Grunde durch Zufall oder wie auch immer übrig geblieben, weil es eine Verfilmung war. Ich glaube, von 1988 eine entsprechende Version.
Version. Es ist denn nicht ganz überliefert bis heute oder geklärt, zumindest öffentlich bekannt, wie das letztendlich denn in Umlauf kam. Und Umlauf kam, dass eben die Amerikaner, also die CIA, in diese Verfilmung dann in den Besitz gekommen sind und dann auch Verhandlungen mit der Bundesregierung stattgefunden haben an den Anfang der 90er Jahre. Und 93 im April, glaube ich, waren dann auch der Verfassungsschutz, den Langley. Durfte dann auch wissen, welche Spione in Deutschland sind? Ja, nicht auch, sondern ausschließlich, würde ich eher sagen. Also man hat natürlich den Bestand dann auch nur zugänglich gemacht und auch später dann in Dateien dann übermittelt, was Deutschland betrifft. Und da hat man eben, ich weiß nicht, 280.000 Personendatensätze letztendlich übermittelt, ausschließlich mit Bezug DDR und BRD. Und da konnte man dann mit Querverbindung dann natürlich auch auf die im Operationsgebiet eingesetzten Personen kommen. Und wie viel waren das ungefähr? Ich glaube, man konnte am Ende herauskommen, also in den 40 Jahren Zeit sollen es ungefähr 6.000 IMs gewesen sein. Ja. Und am Ende, also Stichpunkt 1988, Zeitpunkt, waren es dann irgendwie um 1.557, glaube ich, die Zahl, also 1.500 noch tätig. Eine davon waren Sie, Dezember 93, Verhaftung. Sie wurden nach Bonn beordert, weil Sie aus der einen Station zur anderen, das spielt keine Rolle. Aber wussten Sie, als es dann nochmal ein Gespräch in Bonn geben sollte, es könnte eng werden? Haben Sie was geahnt? Ja, ich wusste das natürlich, denn ich hatte gelesen, dass es eben diese Papiere gibt und im Lauf des Sommers sind auch allerhand Leute verhaftet worden, also unter anderem der berühmte Herr Rupp. Mhm. Und also Topaz, mir war schon der Deckname, ja. Topaz, glaube ich, oder? War das nicht Rupp? Ja, genau. Ja, und also ich meine, mir war klar, dass da Risiko bestand. Allerdings war bis dahin ja alles immer an mir vorbeigelaufen. Ja, aber ich wusste es einfach nicht. 2 Jahre, Herr Baum, war das Urteil. 2 Jahre auf Bewährung. Das ist ja noch milde, könnte man sagen, für die Spionage. Ist es denn überhaupt richtig, dass jemand, der im Auftrag eines anderen Staates spioniert hat, dann in Westdeutschland verurteilt wurde? Na, das ist ja der berühmte Fall Wolf. Mischa Wolf, der legendäre Leiter der Hauptaußenaufklärung, der Hauptabteilung in der DDR, Spionage. Und der ist nach dem Fall der Mauer vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf angeklagt worden wegen Landesverrat und Geheimnisverrat als DDR-Bürger. Und er hat gesagt, ich mache das, was in jedem Staat gemacht wird und dort nicht bestraft wird. Herr Kinkel, mein Gegenpart beim BND, ist jetzt Bundesaußenminister. Und es hat dennoch eine sehr lange Verhandlung gegeben und am Ende eine Bestrafung, glaube ich, 6 Jahre. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, ich sage das mal, es gibt keine Siegerjustiz. Mhm. Nur wenn Herr Wolf etwas gemacht hat, das auch nach Maßstäben allgemeiner Art nicht in Ordnung war, also ehrenrührig war, dann kann er wegen dieser Taten bestraft werden. Es ist nochmal ein Verfahren gekommen. Und da ging es um Kidnapping von Leuten in West-Berlin. Es ging also um wirklich klare Übergriffe, die auch das DDR-Strafrecht sanktioniert hätte. Und da hat er nochmal 2 Jahre mit Bewährung bekommen. Aber er ist zu einer Art Lichtgestalt geworden. Uns hat der Mann erhebliche Schwierigkeiten gemacht. Nicht wahr? Das war ein ernstzunehmender Gegner, der skrupellos gehandelt hat. Und offensichtlich auch sehr erfolgreich. Ja. Sie haben, Frau Pöttrich, das ist ja ein interessanter Punkt. Also für den ausländischen Staat zu spionieren, ist das eine. Vom Bundesverfassungsgericht festgestellt, nein, das ist eigentlich nicht, kann nicht sein, dass wir Sie dafür bestrafen. Aber die eigene Frage, habe ich jemanden geschadet? Habe ich etwas getan, was jemand anderen geschadet hat? Wie beantworten Sie die? Also persönlich geschadet habe ich meines Wissens niemanden. Auch am Anfang, ohne dass sich vielleicht Leute blamiert fühlen, weil sie es nicht gemerkt haben oder so. Sie haben am Anfang ja Dossiers über Kommilitonen zum Beispiel geschrieben. Ja, also aber das diente ja eigentlich nur dazu, so eine gewisse
so einen gewissen Überblick, oder damit die in Ostberlin auch einen gewissen Überblick hatten, mit wem ich so Umgang pflege. Denn es wäre ja auch theoretisch denkbar gewesen, dass irgendein anderer Geheimdienst jemanden an mich ranspielt oder so. Aber Sie sind sicher für sich und können das auch quasi vor sich dann bestehend sagen, ich habe niemanden geschadet. Also niemandem persönlich. Ich meine, ob ich der Bundesrepublik geschadet habe, das weiß ich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Hat sie? So Herr genau. Hammer, was würden Sie sagen? Ja, sie sind natürlich. Der gegnerische Dienst. Natürlich. Also ich meine, sieht immer ein bisschen von aus. Aus juristischen Gründen hat sie sich natürlich einer Straftat dann schuldig gemacht und ist dementsprechend auch verurteilt worden. Ja, aber der Schaden ist nicht Voraussetzung für die Straftat. Das ist eine sehr heikle oder schwierige Frage auch zu lösen, wie weit man wem geschadet hat. Deswegen ist in den ganzen Viten und Erzählungen auch von den entsprechenden Spionen, die dann später aufgeflogen sind, immer ganz, ganz wichtig, das sieht man überall, also Personen direkt habe ich nicht geschadet mit meiner Tätigkeit. Vor allen Dingen auch andere Personen und Quellen, gerade wenn es in einen weiteren Bereich geht, wurden die aufgedeckt. Also da möchte man sich auch in gewisser Weise entschuldigen, dass man immer für höhere Ziele gearbeitet hat. Okay. Ja, ich meine, das mag ja sogar so gewesen sein. Also ich habe zum Beispiel auch nie Leute eingespannt, dass sie mir Alibis verschaffen oder dass sie irgendwas abdecken oder so. Also ich habe da immer... Ich bin allein die Frage gearbeitet. Mal, wenn Sie mir gestatten, auf eine politische Ebene. Und wir reden über einen Spion, der spektakulär aufgeflogen ist. Und stellen auch da nochmal die Frage, hat der denjenigen, den er ausspioniert hat, wirklich geschadet oder nicht? Sie erinnern diesen Fall vielleicht. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich übernehme die politische Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume und erkläre meinen Rücktritt vom Amt des Bundeskanzlers. Mit dem Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt endete Mai 1974 die bis heute größte Spionageaffäre in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seit 1970 ist Günter Guillaume im Bundeskanzleramt tätig, seit 1972 als persönlicher Referent von Willy Brandt und damit in nächster Nähe. Der DDR-Spion, der 1956 in den Westen geflohen war, begleitet die Familie Brandt sogar in den Urlaub. Guillaume übermittelt Informationen nach Ost-Berlin bis zu seiner Verhaftung 1974. Was erst später bekannt wird, Innenminister Hans-Dietrich Genscher war schon ein Jahr zuvor darüber informiert, dass Guillaume unter Verdacht steht. Der damalige Staatssekretär im Innenministerium ist unser Gast, Gerhard Baum. Herr Baum, Sie waren also Mai 73 dabei, als der damalige Innenminister Genscher kommt und sagt, es gibt einen Verdacht gegen eben diesen Guillaume. Nein, es war so. Ich erinnere mich ziemlich genau. Genscher sagt, kommen Sie mal in mein Büro. Und in seinem Büro saß Herr Nollau. Herr Nollau war der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Mhm. Und Herr Nollau hat berichtet, wir haben Indizien, dass Guillaume ein Agent sein könnte. Und das hat er auch ausgebreitet. Und die Frage war dann, was machen wir? Und da war der Nollau, also der Experte, gesagt, wir machen momentan nichts. Denn wir haben keine ganz sichere Beweisgrundlage. Die hätte man möglicherweise herstellen können, will ich gar nicht ausschließen. Und wir möchten auch mal sehen, wie dieser Mann funktioniert, wie er arbeitet, ob er ein Netzwerk hat und so weiter. Und dann kam diese Entscheidung, die höchst umstritten ist. Haben Sie da fanden Sie es auch richtig, dass man nicht? Also im Zweifel habe ich in solchen Situationen den Sicherheitsbehörden gefolgt, denn die konnten das ja viel besser einschätzen als ich. Und dann kam diese Entscheidung, er geht mit in den Urlaub nach Norwegen. Ja. Erstmal ganz kurz. Waren Sie auf irgendwie sowas vorbereitet oder weil es eben die Zeit des Kalten Krieges war, weil man gedacht hat, obwohl es schon Entspannungspolitik natürlich gerade von Willy Brandt betrieben wurde, waren Sie geschockt? Ich war natürlich geschockt. Vor allen Dingen geschockt war natürlich Willy Brandt selbst. Denn er war ja der Mann des Brückenbaus. Ja, er war ja der 1970 den Kniefall vor dem Denkmalghetto in Warschau gemacht hat. Er war der Mann Wandel durch Annäherung zusammen mit der FDP, mit Scheel und Genscher und dann mit Bahr. Wir haben ja versucht, das Verhältnis zu entkrampfen, den Kalten Krieg in eine erträglichere Form des Zusammenlebens zu bringen. Und ausgerechnet
dieser Mann wird nun Gegenstand, ein heftiger Gegenstand auch der Kritik der Opposition damals, CDU, CSU, dass er sozusagen im Grunde, dass das nichts wert ist, dass sie ihn ausspionieren, dass sie ihn als Feind betrachten. Da wurde natürlich vergessen, dass der Guillaume schon Anfang der 50er Jahre gekommen ist. Ja. Da gab es eine fingierte Flucht und dann hat er sich so langsam hochgearbeitet. Und er war ja im Bereich der Partei tätig. Er hat Wahlkämpfe organisiert für Minister. Er hat die Parteitermine von gemacht. Aber dann wird Willy Brandt Kanzler, also sein, ist er sich nah dran, natürlich. Natürlich konnte er eine Menge berichten. Aber gegenüber dem Felfe war ein kleines Licht, würde ich bestätigen. Aber absolut. Ja, ja. Wir wollen ihn nicht zu klein machen. Also haben Sie den Kanzler Willy Brandt vor dem Urlaub ins Benehmen gesetzt? Haben Sie ihm gesagt, natürlich, Sie fahren jetzt in den Urlaub mit einem Spiel? Ja, sicher. Und er hat zugestimmt. Und er ist dann hingefahren und wir haben natürlich Vorkehrungen getroffen. Es gab keine Dokumente mehr bis zu bestimmter Art in die Hände von Willy Brandt. Sie haben ja gerade gesagt, die Entscheidung war umstritten. Und es gibt ein Zitat von dem Kanzleramtsminister damals, Horst Ehmke, der sagt, der Ratschlag war falsch, es war unglaublich. Das hieß ja praktisch, man nimmt einen Kanzler der Bundesrepublik als Köder, um einen Spion zu überführen. Kann man so sehen, aber viele haben es nicht so gesehen, ich auch nicht. Theo Sommer von der Zeit hat geschrieben, wegen dieser Spionagegeschichte hätte er nicht zurücktreten müssen. Ist er denn zurückgetreten? Er ist zurückgetreten, wir haben es ja gerade gehört. Er war auch betroffen durch den Umgang der Dienste mit ihm. Aber er war erschöpft. Wenn Sie das heute genau nachlesen, Brandt hatte keine Lust mehr, sich tagtäglich mit dem Klein und Klein eines Regierungsgeschäfts zu befassen. Ich saß mitunter im Kabinett und dann musste eine Entscheidung getroffen werden und er traf sie nicht. Er saß dann da und dann kam der Helmut Schmidt und gesagt, Willi, wir machen das so und so. Also man spürte richtig, dass er, also ganz deutlich sagen, keine Lust mehr hat. Er war erschöpft. Aber das war ja ein Jahr nach dem Urlaub. Also man muss sich vorstellen, Sie kriegen den Hinweis, der Guillaume ist vielleicht ein Spion. Dann gibt es diesen Urlaub, wo der Guillaume wirklich in einem Nebenhaus neben den Brands wohnt, die ganze Familie. Eine furchtbare Stimmung, muss das sagen. Und dann gibt es eben die Telefaxe, Telefaxe hieß es damals gar nicht, sondern diese Nachrichtenblätter, die hat er dem zugeführt und hat natürlich welche mitgenommen. Wissen Sie? Und dann ist er noch ein ganzes Jahr lang im Kanzleramt geblieben, ein ganzes Jahr lang. Das muss doch ein komisches Gefühl. Also Frau Maischberger, vor allen Dingen stelle ich mir vor die mitmenschliche Situation. Wie können Sie einem Mann überhaupt in die Augen schauen, den ganzen Urlaub, ja? Wenn Sie wissen, der ist im Fremdendienst auf mich angesehen. Das war für den Brandt sicher eine Tortur. Aber Sie sagen, er ist nicht deshalb zurückgetreten, sondern aus Erschöpfung. Es war irgendwo noch ein letzter Grund. Ich will das nicht ganz ausschließen, dass das eine Rolle gespielt hat. Aber es wurde dann, kamen alle möglichen Theorien, dass er also auch im Grunde, dass ihm die Sicherheitsbehörden mitgespielt haben oder die FDP mit ihm mitgespielt hat. Also ich sehe das sehr viel nüchterner. Herr Kornblum, als Amerikaner guckt man ja immer, deswegen sind Sie ein bisschen noch nicht in dieser Runde, weil Sie ja eigentlich damit nichts zu tun haben. Aber schüttelt man den Kopf, wenn man sieht, nach der Enttarnung, ein Jahr lang war ein Spion direkt im Kanzleramt. Ich schüttle nicht den Kopf. Man muss die taktische Lage verstehen und vielleicht wollten Sie die taktische Lage ausnutzen. Ich sehe. In Deutschland, Sie haben völlig recht natürlich, ein amerikanischer Blick auf solche Sachen ist ganz anders, als es damals und bis heute in Deutschland ist, weil man geteilt war. Mhm. Und weil die Frage, was ist ein Verbrechen und was ist nicht ein Verbrechen, schwerer war zu definieren, als sagen wir in einem Staat, wo alles einheitlich ist. Es gab natürlich Gesetze. Die Bundesrepublik war ein Land des Gesetzes und es gibt Gesetze. Und Guillaume hat gegen Tausende wahrscheinlich Gesetze. Sie haben auch gegen Gesetze gestoßen. Also es gibt immer eine Grundlage. Mhm. Aber in Deutschland ist es schwierig, einfach weil die Lage so ist, wie sie ist. Mhm. Haben Sie eigentlich mit Respekt auf den deutschen Geheimdienst geblickt? Das können Sie ja hören. Oh ja, natürlich immer. Ach schon? Immer, ja. Aber in den richtigen internen Runden waren wir nicht dabei. Das sind sehr eng verwandte Dienste. Okay. Aber wir haben nicht sehr viel Respekt für die Leute, die meinten, sie würden den Frieden fördern, indem sie für die DDR gearbeitet haben. Da kommen wir gleich dazu, wenn nämlich der CIA-Agent noch bei uns ist. Ich muss noch einen Nachtrag machen, Frau Maischberger. Dann wurde Guillaume festgenommen. Die Polizei
klopfte an die Tür, er machte auf und sagte, ich bin Offizier der Volksarmee und ich möchte ehrenhaft behandelt werden. Und da haben unsere Leute gesagt, einen besseren Beweis haben wir ja nie. Und die Leute in der DDR waren entsetzt. Wir haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Dass er sich einfach, man soll doch gar nicht verraten, wer man ist, gleich am Anfang. Herr Guillaume ist eigentlich wohl mit Sicherheit der prominenteste Fall, und sicher auch von der politischen Auswirkung, der dann auch aus welchen Gründen auch immer dann zu dem Rücktritt des Kanzlers geführt hat, also auch politisch der bedeutsamste, aber interessanterweise vom Nachrichtendienst her Sicht war er nicht besonders großartig unterwegs. Das konnte man später ja dann auch entschlüsseln, dass in seiner ganzen Zeit eigentlich eine vergleichbar kleine Anzahl an Dokumenten oder Informationen weitergegeben hat und von denen auch nur eine geringe Anzahl besonders gut bewertet. In dem Sinn, und dazu ist es ja eigentlich auch noch für die HVA eigentlich, so seltsam das klingt, eigentlich eine der größten Niederlagen, weil er war ja enorm gut platziert dass diese Quelle dann auch den Bundeskanzler, der ja gerade für die neue Ostpolitik stand, also alles im Sinne der DDR und Außenpolitik, genau zu dem Rücktritt führt, das ist eigentlich eine riesengroße Niederlage. Dass sie das tun könnten. Am liebsten hätten sie es rückgängig gemacht. Verstehen Sie? Am liebsten hätten sie es nicht machen müssen. Wenn der Markus Wolf so ein Genie gewesen wäre, hätte er das nie getan. Hätte er gesagt, das ist zu gefährlich. Also zwei Jahre zuvor wurden ja extra noch Stimmen gekauft beim Misstrauensvotum. Das Ganze merkt man schon, dass es wohl nicht wirklich geplant war. Es gab einen Austausch, Herr Baum. Guillaume wurde dann, wurde erstmal verurteilt. 13 Jahre war das Urteil. Seine Frau auch. Nach 6 Jahren wurde er ausgetauscht. Sie waren Innenminister zu der Zeit. War der Austausch richtig? Ja, das war übrigens, hat ja sehr lange gesessen. 6 Jahre. Und dann, wir haben ja was bekommen. Was denn? Wir haben eine ganze Reihe von unseren Spionen. Und wir haben Ausreisemöglichkeiten eröffnet. Weitere für Tausende von Menschen, die im Gefängnis waren, weil sie die Ausreise beantragt hatten. Also politisch Verfolgte, die wir gerne rausgehabt hätten. Also das war eine gute Gegenleistung. Mhm. Also, weil wir beim Thema Austausch sind, wollen wir jetzt tatsächlich auch die andere Seite nehmen, Herr Kornblum. Es ist ja nicht so, dass der Westen nicht in den Osten ebenfalls Spione en masse geschickt hätte. Es gab dann einen Austausch, der bis dahin der größte war auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. Und mein nächster Gast war einer von denen, die bei diesem Austausch dann in Freiheit kamen, denn er hatte für die CIA in der DDR spioniert. 11. Juni 1985, 12 Uhr, Berlin, Glienicker Brücke. Szenen wie aus einem Agenten-Thriller. Hektische Aktivität. Ein blauer Kombi mit US-Kennzeichen rollt von westlicher Seite auf die Brücke. Darin sitzen die 4 östlichen Agenten, die in den USA wegen Spionage verurteilt worden sind. Ein leerer Bus stellt sich quer auf die Fahrbahn. Hier steigen nun 23 Mitarbeiter amerikanischer Nachrichtendienste ein, die im Osten inhaftiert waren. Zwei unserer Gäste sind an diesem Tag dabei. John Kornblum gehört zur amerikanischen Delegation, die den Austausch eingefädelt hat. Und Eberhard Fettgenheuer. Der Spion war 6 Jahre in der DDR inhaftiert. 1975 hatte die CIA den damals 31-Jährigen als Geheimagenten angeworben und geschult. Unter anderem sollte er Militäreinrichtungen auskundschaften. 3 Jahre lang ist Eberhard Fettgenheuer ein Spion der Amerikaner, bis er auffliegt und verhaftet wird. Nach 6 Jahren kommt er frei und darf die DDR im Zuge des Agentenaustausches verlassen. Sein neues Leben beginnt im Bus auf der Glienicker Brücke. Und jetzt ist er bei uns. Guten Abend, Herr Fettgenheuer. Schön, dass Sie bei uns sind heute, um nochmal auf diese Zeit zurückzublicken. Wo Sie so winken im Bus, mit welchem Gefühl? Erleichterung? Keine Ahnung. Also ich habe unter Tränen gewunken. Da zufällig die Kamera auf den Bus und einfach instinktiv habe mich also für meine Entscheidung, die ich kurz vorher erst endgültig getroffen habe, in den Westen zu gehen. Es stand ja total auf der Kippe. Herr Vogel hat mir mitgeteilt. Das war der Anwalt im Osten, der immer diese ganzen Dinge verhandelt hat mit dem Westen. Ja. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, Herr Fettgenheuer,
Ich sage, ja. Ich sage, was wissen Sie von meiner Frau in dem Bus? Ne? Und da sagt er, Ihre Frau lebt mit einem anderen Mann zusammen und die Scheidung ist eingereicht. Und darf ich mit meiner Frau telefonieren? Nein, das ist nicht möglich, da führt kein Weg hin. Und dann habe ich darum gebeten, unter vier Augen mit Richard Byrd zu sprechen. Und er hat gesagt, ja, okay. Und wir sind dann rausgegangen. Herr Kornblum hat alles ins Deutsche übersetzt, was Herr Byrd sagte. Und mir wurde der Vertrag vorgelegt und wurde gesagt, dass ich unabhängig davon, wie ich mich vorher entschieden habe, jetzt sofort in den Westen gehen kann und dass meine Frau nachkommen kann, dass mein Kind nachkommen kann. Und daraufhin habe ich mich sind bedankt. Sind Sie in diesen Bus gestiegen? Bin wieder zurück in den Bus. Und aber in den war noch der Bus von der DDR, der aus Karl-Marx-Stadt, dem heute in Chemnitz gekommen ist. Bin wieder zurück in den Bus. Und von da ist der Bus dann noch ein paar Meter vorgefahren, bis kurz vor die weiße Linie. Und wir sind ausgestiegen aus dem Ostbus und sind in den Westbus rübergelaufen, haben also praktisch die Demarkationslinie ganz bewusst überquert. Ich habe von Zweien gelesen, die genau in dem Moment gesagt haben, ich bleibe in der DDR bei meiner Familie. Das heißt, bei Ihnen war es auch nicht ganz klar, ob Sie in diesen Bus dann steigen. Ja. Also wir müssen trotzdem einen Schritt zurück machen. Das ist richtig. Wir müssen erstmal verstehen, warum Sie jetzt bei Frau Pöttrich, haben wir es erzählt bekommen, Sie waren auch Anfang 20. Ja. Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Wie sind Sie angeworben worden? Ja, also ich habe 1968, zur Zeit der Prager Revolution, im Zug nach Prag. Sie waren ein junger Mann aus der DDR, waren schon fertig mit dem Studium, haben gearbeitet als... Ja, war Technologe und habe einen jungen Mann kennengelernt in dem Zug. Völlig zufällig, weil er hatte Kontakt zu einem ebenfalls jungen Mann, den ich selbst kannte, aus der Jungschar von mir, von Sachsenhausen. Und also in dem Moment war der nicht irgendwie auf mich angesetzt und habe ihn kennengelernt. Und Der Kali. Der kam aber nicht aus Deutschland. Der kam aus Hainburg an der Donau, aus Österreich. Und da sprang eigentlich sofort ein Funke über. Und um eine kurz zu fassen, aus dieser Begegnung wurde eine so reizende, liebevolle Freundschaft, wie es sie ganz selten im Leben gibt. Und sieben Jahre später kommt dieser Kali und sagt, ich habe Leute, die wollen gerne mit dir sprechen. Ja, sieben Jahre später war ich mit meiner Mutter in Prag im Hotel Flora und da spricht er mich an zum ersten Mal und sagt zu mir, also ich kenne Leute, die hätten Interesse an sowjetischen Kasernen und sowjetischen Transporten und deine Eltern wohnen noch da in Sachsenhausen. Könntest du nicht solche Informationen für mich sammeln und mir berichten? Hätte nichts mit Spionage zu tun und womit die Leute, sonst? Die, er sagte wortwörtlich, hat nichts mit Spionage zu tun. Wenn ich könnte doch ihm erzählen, dass ich da ein paar russische Transporte gesehen habe. So naiv bin ich reiniger. Aber Sie wussten in dem Moment nicht, dass dahinter die Amerikaner die CIA steckte? CIA sowieso nicht. Mhm. So steht's überall geschrieben, sondern die Leute, die mit mir arbeiten wollten, war eben nicht die CIA, sondern war der MI, Military Intelligence. Nach dem Krieg hießen es auch immer MID. Ja. Und die haben sich nur für militärische Dinge interessiert. Aber Sie wären ja nicht drauf eingegangen, wenn Sie nicht irgendwie die Amerikaner lieber gehabt hätten als die DDR, oder? Selbstverständlich. Dieses Jahr von mir kam einmal daher, weil er mir auch wahnsinnig viel Geschenke gemacht hat. Und immer war er der reiche Onkel aus Amerika. Und wenn wir zusammen im Hotel waren in Bratislava, war er, der alles bezahlt hat und. Und ich war immer der kleine Ostler hinten an. Und da sagt er, du kannst du nicht mal für mich was machen. Aber
Das war nur die eine Seite der Medaille. Denn er hatte eine Liste für diesen amerikanischen Geheimdienst gemacht, wo er alle Leute aufgelistet hat, die er kennt im Ostblock, in der Tschechei, im Osten und unter anderem auch mich. Und dazu aber mein Lebenslauf. Und in dem Lebenslauf, da stand drin, 1965 als Student haben sie Lieder gesungen, nieder mit der Mauer auf dem Friedhofsplatz und ähnliche Dinge. Ich selbst habe mir noch eine besondere Plattitüde geleistet, habe mit jemandem gewettet um 5 Mark Ost, wer im Westen die Wahlen gewinnt. Ich war für die Schwarzen, er für die Roten, 5 Mark Ost. Ich habe gewonnen und habe bei der Kartoffelernte gesagt, jeder kommt aus seinem Elend raus, wählt Franz Josef Strauß. Das fand Gott sei Dank ist das nicht Realität geworden. Das ist eine völlig andere Geschichte, Herr Baum. Ich gehe mit Ihnen völlig konform, Herr Baum. Da haben Sie recht. Also Sie hatten eine Einstellung, die die Amerikaner geschützt hat, sonst hätten Sie es nicht getan. Und trotzdem muss man ja dann auch, Sie sind ebenfalls wie Frau Pöttrich so eine Ausbildung durchlaufen und haben dann angefangen, ja eben auszukundschaften. Ja. Aber wie sah das aus? Also was zum Beispiel haben Sie denn dann beobachtet, was für die Amerikaner von Bedeutung war? Okay, also die Ausbildung war, wie gesagt, im Jahr 75 im Herbst in Balaton in Ungarn, völlig das Normale. Lernen, wie man Briefe schreibt mit Geheimschrift, lernen, wie man Radiosendung empfängt und entschlüsselt, der übliche mit Codes und allem, der übliche Verkehr, Tarnung, richtig, aufrechterhalten, NS2, AS3, glaube ich, so ungefähr geht es. Was ist das? Das ist die, zum Schluss die Zahlenbuchstabentabelle, wo man aus der falschen Addition die geheime Nachschrift, dann die geheime Nachricht entschlüsselt. Und das ist eine sehr sichere Verbindung, also sicherer als die Sie saßen am Radiogerät und da kamen Zahlenkombinationen ernsthaft raus. 5er Kolonnen, ja. Und da haben Sie mich zu bestimmten Zeiten, bestimmten Frequenzen, Kurzwelle. Und daraus wurde dann Text gemacht, achte jetzt auf Rekruten, du erkennst sie an den kurzen Haaren, zum Beispiel. Und da mussten Sie was machen? Auf Rekruten, achten. Ohne Scherz? Sie haben Rekrutenbewegungen dann beobachtet? Na, sicherlich nicht in dem Fall. Ne? Aber die Amerikaner haben sich nicht gescheut, mir sowas mitzuteilen. Und sie haben mir natürlich auch ganz konkrete Aufträge gegeben. Aber wesentlich war, dass ich im Grunde genommen alles ähnlich wie meine Kollegin, sage ich jetzt mal von der anderen Seite, sich alles merken, was interessant erscheint und so weiter. Und eine markante Sache war, ich bin mal in der Nähe vom Werbelinsee unterwegs gewesen und der Freund meiner Schwester, meiner großen Schwester, arbeitete bei der Stasi. Und er hat nichts Besseres zu tun, als mir zu sagen, hier in der Nähe, wo Hermann Göring hier sein Quartier hatte, da haben die Sowjets ein Raketenobjekt. Ne? Und wir sind nicht hingefahren. Er hat mir ungefähr gesagt, wo. Da habe ich nichts Besseres zu tun, als Tage später mit der Freundin alles abzusuchen. Wir sind auf eine kleine Anhöhe gelaufen. Ich habe sie zärtlich umarmt und geküsst und hinter ihrem Kopf die Augen geöffnet und habe erzählt, wie viele Raketen, in welcher Richtung sie lagen, dass ein Tarnnetz drüber war und zu Hause dann Zeichnung gemacht von den Raketen und alles abgeschickt. Was heißt denn abgeschickt? Was haben Sie, wie haben Sie es denn abgeschickt? Über die Post doch nicht, oder? Ja, leider, 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 leider. Aber ich meine, da haben mich die Jungs ein bisschen ins Messer laufen lassen. Weil mit der Post, ich sollte so ja ausdrücklich die Briefkuverts handschriftlich ausfertigen. Hab den Amerikanern das mitgeteilt, dass ich das für unsinnig halte. Und da haben sie mir eine Nachricht über Radio geschickt, tippe jeden zweiten Brief. Ne? Die habe ich jetzt noch, diese Nachricht von den Amerikanern. Und über diese Briefe an die Amerikaner
bin ich aufgeflogen. Ich habe natürlich auch einen Fehler gemacht, habe in einem Klartext, der da immer bei der Geheimschrift dabei sein muss, geschrieben, war in Ungarn, hat mir wunderbar gefallen. Und da hatten die Genossen von der Stasi nichts Besseres zu tun, als Tausende von Reiseanlagen für den visafreien Verkehr nach Ungarn durchzublättern nach meiner Handschrift und haben tatsächlich meine Handschrift gefunden und haben dann recherchiert, haben auf der Arbeit mich beobachtet, haben Telefon abgehört, sind von einer Nachbarwohnung durchgegangen mit dem Mikrofon, haben Gespräche abgehört und mich so ungefähr ein halbes Jahr lang beobachtet und laufen lassen, dass ich dachte, mein Gott, ich sehe, dass ich kontrolliert werde, wenn ich irgendwo hinfliege, beispielsweise nach Bratislava. Eine halbe Stunde war in Prag mein Ausweis weg. Aber sie war eben die Befehlslage so, beobachten und laufen lassen. Ne? Das hat ja eine lange Zeit funktioniert. Sie haben dann zwischendurch, Sie haben auch schon aufgehört gehabt und sind dann trotzdem verhaftet worden. Haben Sie sofort gewusst, als Sie, also Sie waren, glaube ich, auf einer Fahrt nach Magdeburg. Ja. Jetzt haben Sie mich? Ja, ja. Wie ist das gewesen? Ich war dienstlich in Magdeburg und plötzlich kommt von hinten ein brauner Wolga, fährt vor meinen Lader, bleibt stehen und ich musste natürlich bremsen und drei Männer steigen aus und bitten mich, in den Wolga zu steigen. Und als ich drin sitze, hinten gucke ich nach vorne aufs Armaturenbrett, stand drauf Eberhard Fetgenheuer, geboren 7.1.44 und dann irgendwelche Paragraphen, ne? Und da wusste ich, it's all over for the unknown soldier. Es gibt keine Chance mehr. Die Flucht im ersten Moment, die wäre noch am ehesten geglückt. Aber wohin fliehen? Ja, in den Wald oder sich an der Grenze erschießen lassen? Das war mir klar. Ich hätte da noch weglaufen können. Vielleicht hätten sie doch hinterher geschossen. Aber ich habe gesagt, jetzt ist vorbei. Sie haben dich. Noch eine Stunde warten in Magdeburg, nur noch ein bisschen länger, dann waren die Berliner da. War ein herrlicher Sommertag im Juni 1979. Und wir sind dann von Magdeburg nach Berlin gefahren in eine Villa zur Nachtvernehmung. Und ich hatte noch gedacht, schau dir all die wunderbaren grünen Bäume an, genieße den Sonnenuntergang, du wirst sowas lange nicht mehr sehen. Und so war's. Wie waren die Haftbedingungen? Die waren okay. Zuerst waren Sie in Hohenschönhausen, ja. War nicht so okay. Dann in Pankow wurde es, glaube ich, besser. Auf jeden Fall. Aber ich bin nicht gefoltert worden, oder von wegen Scheinwerfer ins Gesicht. Ja. Sondern die hatten ihre gleichen Methoden, wie das auch schon im Dritten Reich war. Das reicht, immer wieder Fragen, immer wieder das Gleiche. Und deine Machtlosigkeit, ja, die haben sie dir demonstriert. Ja, ja. Du wusstest, du hast keinen Anwalt, du hast niemanden, kannst keinen sehen, sondern bist allein in einer Einzelzelle und immer wenn sie wollen, holen sie dich und machen dich fertig. Was man dazu sagen muss, ist, sie hatten blöderweise ihrer Frau, die sie kennengelernt haben, die sie geheiratet haben, irgendwann mal erzählt, was sie machen. Und die ist auch verhaftet worden. Ja, ich habe sie sogar mit einbezogen. Erst Imponege habe von mir. Sag mal, hast du Lust, willst du mal in den Westen kommen? Übrigens, solche Offerte hatte ich gleich von Anfang an gekriegt. Aber sie war auch 5 Jahre im Gefängnis. Mit Ihnen gleichzeitig. Na, 5 Jahre war sie nicht. Sie wurde schon vorher entlassen, weil das Strafmaß war ungefähr so hoch, weil es der Mutter immer schlechter ging, wo das Kind zu Hause war. Und darum wurde sie schon früher entlassen. Sie hatten einen kleinen Sohn, 1,5 Jahre alt. Die Frau sitzt auch im Gefängnis. Das Kind kommt weg. Und Ihre Frau hat es mir gerade erzählt, die sitzt nebenan. Sie wusste einfach überhaupt nicht, wohin. Ja. Pflegefamilie, ja. Adoption, ja. Irgendwohin. Ja. Zwar dann bei den Eltern ihrer Frau immerhin, aber sie wusste es nicht. Die muss doch durchgedreht sein. Die Frage, ob ich einem Menschen geschadet habe, kann ich nicht so beantworten wie Frau Koppel. Sondern wenn mir die Frage gestellt werden würde, würde ich sagen, ja, meine Frau habe ich bis an die Grenze des physischen Weiterlebens gebracht. Die hat unter der Situation gelitten wie ein Hund.
Ja, denn im Grunde genommen ist sie ja wie ein Unschuldslamm da hineingeraten, sondern wurde wirklich von mir verführt hineingezogen. Ne? Ich habe sie praktisch ausgenutzt. Und die war am Ende. Und wie gesagt, sie scheut sich heute noch, so offen darüber zu reden, wie ich es jetzt mit Ihnen tue. Aber sie ist immerhin an ihrer Seite geblieben. Das ist die gute Nachricht. Und ja, der Sohn ist auch, ich habe mich erkundigt, dem Sohn ist es, geht es mittlerweile auch gut. Sie haben ein zweites Kind bekommen, hat mich sehr erleichtert. Ja, mit Höhen und Tiefen sind wir beieinander geblieben und werden es jetzt sicherlich auch bleiben. Nach die Kamera. Das ist so. Warum Herr Komblom, ich muss Sie mal ganz kurz was fragen, was die Verantwortung der Amerikaner geht. Ich meine, das ist ja kein Profi gewesen. Das war ein junger Mann, den hat irgendjemand dahin geschickt, um Raketen anzugucken, Panzer zu berichten. War das nicht völlig verantwortungslos, solche Laien da rein einzusetzen in dieser Phase, auf so einem Posten? Ja, eigentlich ja. Ich meine, das war auch eine der Grundlagen für diesen großen Austausch. Es waren viele Leute, die keine Profis waren. Aber wie konnte das passieren? Also wie kam das? Man kann doch nicht einfach sagen, geh mal dahin, guck mal, was die Russen machen. Reinsetzen. Die damalige Situation. Ja? Das war's. Ich meine, ich war sehr viel in West-Berlin in diesen Jahren oder habe es bearbeitet aus Washington raus. Und Sie dürfen nicht vergessen, Berlin war stabil, wir hatten auch die Entspannungspolitik gehabt, aber wir hatten auch die sehr furchtbaren Ausschreitungen beim Doppelbeschluss gehabt. Und wir dürfen nicht vergessen, in einem Kreis um Berlin hat es 450.000 sowjetische Soldaten gegeben, dazu noch 100.000 oder so Volksarmee, dazu noch russische Raketen in Polen etc. etc. Und wenn wir von Spionen reden, wir könnten das alles genau beobachten von West-Berlin aus. West-Berlin war ein fantastischer Platz. Ja. Nicht, weil wir Spione hatten, sondern weil wir die elektronische Überwachung hatten. Da hätten Sie Herrn Fettgenheuer doch nicht gebraucht, um die Raketen zu zählen. Wir brauchten ihn ehrlich gesagt nicht. Und warum haben die... Ja, weil es so viele Freelancers gibt in der Spione. Ich meine, es gibt die gerade die amerikanische... Regierung, das amerikanische System ist so groß, dass es verschiedene Einheiten gibt, die Military Intelligence gibt. Und die haben teilweise unkontrolliert oder sagen wir nicht mit genug Überwachung gearbeitet. Das sei ganz offen. Und der Grund, warum dieser Austausch gemacht wurde. Da waren 25, glaube ich, insgesamt. Ja, wir haben einen riesen Aufschrei gemacht, wir, die politische Seite. Nachdem diese armen Menschen festgenommen wurden. Und wir haben zuerst die Praxis gestoppt und dann haben wir den Austausch organisiert. Wir hätten es nicht machen müssen. Wir haben es aber organisiert, weil wir uns wirklich schuldig fühlten, dass diese Menschen im Gefängnis waren. Und wir haben 23, 25 hervorragende Menschen bekommen. Und was mussten Sie haben dafür viele? Und wir haben vier richtige Profis aufgegeben. Und deshalb haben die Verhandlungen haben 2 Jahre gedauert, weil unsere Leute diese Leute nicht freilassen wollten. Das waren Menschen, ich könnte Ihnen, ich werde es nicht tun, aber ich könnte Ihnen sagen, was die angerichtet haben. Und es waren richtige, richtige Menschen, die sehr wichtige Sachen geliefert hatten. Und unsere Dienste wollten sie nicht freilassen. Und das war, deshalb hat es hat 2 ganze Jahre gedauert. Wir haben hauptsächlich durch Vogel verhandelt, der Anwalt, aber nicht nur. Haben auch mit Russen verhandelt. Und im Endeffekt haben wir die anderen überzeugt, dass wir diese Gruppe freilassen sollten, weil wir uns schuldig fühlen. Sie waren ja dabei bei diesem Austausch tatsächlich. Sie haben Herrn Fettenhauer ja damals getroffen, dieser Moment, wo das, haben Sie bis zuletzt geglaubt, es geht gut oder hatten Sie Sorge, es könnte nicht gut gehen? Es war immer so ein Messerschneide, aber wegen Konditionen hin und her, welche Konditionen. Und dann... vielleicht 4 Wochen vor dem Austausch wurde es klar, dass es stattfinden würde. Und dann haben wir angefangen, das zu organisieren. Und jetzt die wirklich interessante Frage, Herr Hechelhammer. Erstmal einfach von der Historie her. Das, was Frau Pöttrich gemacht hat, das, was für Herr Fettgenheuer gemacht hat, also diese vielen, vielen Spione, was hat das gebracht? Hat es den Lauf der Geschichte verändert? Würden Sie sagen, Spionage im Kalten Krieg war der wichtigste oder ein wichtiger Punkt? Nein, ist die Welt sicherer gemacht oder gefährlicher?
Na, das ist fast ein bisschen so die falsche Frage. Also da, weil man erwartet, dass durch Spionage oder durch nachrichtendienstliche Arbeit immer so singuläre, ganz wichtige Einzelmomente irgendwie hervorgerufen werden oder verhindert werden. Aber im Wesentlichen ist eigentlich gute und solide nachrichtendienstliche Arbeit, dass man die entsprechende Regierung, der man ja zuarbeitet, mit soliden, verlässlichen Informationen versorgt zu den entsprechenden Aufträgen, das heißt jetzt Themen oder Regionen, die es zu bearbeiten gilt, dass man darüber Informationen sammelt, analysiert und dazu auch berichtet und eben die auf bundesdeutscher Seite eben die Bundesregierung eben ein wirklich solides Lagebild vermittelt, auf deren Grundlage dann eben politische Entscheidungen gefällt werden. Aber es klappt ja nicht immer. Sie haben ja zum Beispiel, der BND hat ja noch kurz vor Mauerfall, um einfach in der Zeit nochmal zu bleiben, alles Mögliche gemeldet. Honecker sei verstorben, Honecker sei in der Schweiz. Mauer würde auf keinen Fall fallen, das DDR-System. Obwohl wir ganz andere Informationen hatten. Ja, aber das ist aufgetaucht in den Akten des Bundesnachrichtendienstes, die ja geöffnet wurden nach 30 Jahren. Das kann man nachlesen. So richtig funktioniert hat es nicht. Ja, das ist nachrichtendienstliche Arbeit. Auch die Analyse ist nicht auch eine ganz klare Wissenschaft. Man kann natürlich auch mit den Prognosen daneben liegen. Ja. Das ist im Rückblick ist es immer besonders leicht festzustellen, welche Informationen falsch waren. Das sind jetzt prominente Fälle, aber auch der Punkt, was hat es denn gebracht, dass man Kasernenbeobachter hatte oder Rekruten? Das sind natürlich auch genau diese kleinen Informationen. Gibt es eine Veränderung im Lagebild? Gibt es dort Bewegungen im militärischen Bereich, was enorm wichtig ist? Also dieses kleine, minutiöse, das ist auch gerade wieder eine ganz wichtige Arbeit. Und deswegen sind natürlich Nachrichtendienste gerade im Kalten Krieg wichtig gewesen, weil sie der Politik vermittelt haben, es ist auf keine Eskalation hinauslaufen, sondern eher die Eskalation, die Lage. Naja gut, das hat die DDR gesagt, eben der damalige Auslandsgeheimdienstchef, Herr Grossmann, der es dann geworden ist, der sagte, Herr Baum, das sei ein Beitrag zur Erhaltung des Friedens gewesen. Ja, das ist ja etwas hochgegriffen, würde ich mal sagen. Beitrag zur Erhaltung des Friedens war zum Beispiel, dass wir mit dem Osten in Vertragsverhandlungen gekommen sind, dass Abrüstungsvereinbarungen getroffen worden sind, dass Gorbatschow sich bewegt hat, dass Reagan sich bewegt hat, dass Bush Senior sich bewegt hat. Das waren die Beiträge. Aber im Grunde will ich das nochmal verstärken, was Sie gesagt haben. Es erleichtert uns, Informationen erleichtern uns, den anderen oder den Gegner besser einzuschätzen. Das setzt allerdings voraus, dass die Fakten richtig bewertet werden. Ja. Und das ist ein Problem der Geheimdienste. Zum Beispiel wussten wir im letzten Jahr der DDR, dass das bröckelte. Wir hatten Informationen über die Kommunikation im Politbüro und wir hatten sogar Informationen über den Austausch mit den Russen, die signalisiert haben, sie würden nicht militärisch eingreifen. Aber so ist mir das nie bekannt geworden. Wir hatten einen Spion, der uns das alles erzählt hat. Aber offenbar ist er nicht richtig eingeschätzt worden. Ja, zu viele Daten. Herr Komlum, würden Sie sagen, die Spionage war ein Beitrag zur Erhaltung des Friedens? Gerade wenn es jetzt um die Ostspionage geht? Das ist ein bisschen weit. Hat Frau Pöttrich den Frieden erhalten? Nein, er hat sie bestimmt nicht. Aber Herr Fettgen. Ich möchte noch mal drauf kommen auf Informationen. In solchen Lagern, das ist auch heute so, genau, wenn man über China jetzt denkt, ich kann mir vorstellen, dass die Dienste also richtig die Finger rot reiben, jetzt zu versuchen, so viel Information aus China zu bekommen wie möglich. Irgendwie lebt man in einer vielleicht falschen Sicherheit, aber es ist so von Informationen. Und wir haben zum Beispiel, wir brauchten Herrn Pettengeuer nicht, ehrlich gesagt. Ich verehre sehr, was er getan hat. Aber wir hatten so viele große Ohren in West-Berlin. Elektronische Ohren hatten sie. Hat es die Welt sicherer gemacht damals oder gefährlicher? Weil ich kann Ihnen genau ein Beispiel, ich glaube, ich darf das sagen, ein Beispiel, wo unsere Dienste richtig geholfen haben. 1981, als Militärrecht in Polen aufgehängt wurde. Ja. Und da war die große Frage, werden die Sowjets eingreifen oder nicht? Mhm. Und da waren endlos viele Gerichte und die Russen haben auch nicht sehr offen geredet. Wir hier in West-Berlin konnten alles hören, was die sowjetischen Militärs gemacht haben, nicht nur in DDR, sondern in Polen. Und dann haben wir uns politisch richtig verhalten. Genau, wir haben nicht eskaliert und haben damit den Einmarsch der Russen. Und da haben unseren deutschen Freunden das auch gesagt. Wir wussten ganz genau,
dass es keinen Einmarsch geben würde. Ja. Aus verschiedenen Gründen, die ich nicht erwähnen musste. Aber wir wussten das. Mhm. Und das war ein Fall, wo die, es war eigentlich nicht Spionage, es war Beobachtung. Wo die Beobachtung den Frieden, nicht gerettet hat. Sie kriegen Herr Fettgenmeier, das ja, ich ringe ja. danach, was sagen zu dürfen. Ich muss ein bisschen was ergänzen, was Sie gesagt haben. Beispielsweise haben sich die Amerikaner wahnsinnig dafür interessiert, ob in Warenshof bei Waren an der Müritz die NVA Atomwaffen hat oder nicht. Das war ihre konkrete Frage. Und ich habe alle Leute, die ich in diesem Bereich kannte, meine geschiedene Frau, die in an der Müritz da wohnt, und Verwandte befragt, die auch Leute bei der NVA hatten. Und meine Ergebnisse in der Summe waren immer, nein, die NVA hat keine Atomwaffen. An dieser Stelle, konnte ich sagen. Und das habe ich an die Amerikaner weitergegeben. Und McLaren war der Chef vom Teufelsberg, dieser amerikanischen Abwehrstation. Ja. Und McLaren hat wortwörtlich gesagt, eine gute Spionage ist eine friedenserhaltende Maßnahme. Also Sie haben und dazu stehe ich. Ja, okay. Irak war das Gegenteil. Ja. War eine schlechte Spionage und hat zum Krieg geführt. Und also friedenserhaltend nicht immer, würde nicht ich immer, sagen. Nicht aber immer, aber kann eine friedenserhaltende Maßnahme sein. Und wenn ich solche Informationen bringe, es sind keine Atomwaffen da, ich meine, das erhält... Ja, gut. Ja, verstehen Sie mich? Aber Sie müssen den Gegner richtig einschätzen können. Dann können Sie auch politisch mit ihm umgehen, verstehen Sie? Dann kann man Gemeinsamkeiten entwickeln, ja. Wenn man ja. weiß, was der andere weiß. Was ich meine Ebene. Aber ich bin ja nur eine kleine Quelle gewesen. Irak ist ja ein gutes Beispiel. Geheimdienstliche Erkenntnisse oder überhaupt keine Erkenntnisse, die dann aber für bare Münze genommen werden. Weil nein, das man ist sagt, doch gelogen worden. Sie wussten doch die Wahrheit. Das heißt also, wie schätzen Sie das ein? Auch heute, wo ja der Informationswust noch viel größer ist. Also wir haben ja eine... Drohnen. Vielleicht so damals ertrinken wir fast in Daten. Ja. Wie schätzen Sie das ein? Dient das eher da zur Desinformation? Weil man gar nicht klarziehen kann, haben die uns das jetzt reingespielt, damit wir glauben sollen das. Ja, das ist die große Herausforderung in dieser modernen Welt, in dem scheinbar jederzeit man über sämtliche Informationen verfügen kann. Aber genau diese Frage ist, was ist Desinformation, was sind Fake News? Und deswegen ist auch zu dieser Frage, warum sind Nachrichtendienste wichtig? Weil sie eben ein verlässlicher für die entsprechende Regierung Partner sind, denen man vertraut, die entsprechenden Lagen einordnen können und zumindest einschätzen können, ob die Information richtig oder falsch ist oder auch nähere Informationen bieten können. Ja. Ob man immer dabei richtig liegt, also das würde ich sagen, ist weltweit wäre sehr, sehr vermessen. Sehr vermessen. Aber man kommt eben in diesem Analyseprozess doch eine gewisse Erklärung sehr nahe und hilft damit der Politik. Aber auch auf Frieden. Oder Vorsicht. Kriegsentscheidend. Das ist eine Frage der Politik. Aber Nachrichtendienste liefern die Informationen. Die Frage ist nur, wenn die Nachrichtendienste sich gegen die eigene Bevölkerung wenden. Verstehen Sie? Ja. Dann hört der Spaß auf. Da sind wir bei Snowden, das schaffen wir heute aber nicht mehr. Das ist Snowden zum Beispiel, der kein Spion ist, sondern überzeugt ist von seinen Werten und längst in Berlin sein müsste und nicht in Moskau. Aber okay. Herr Kornblum, möchten Sie das? Darf ich sagen, dass ich entschieden anderer Meinung bin? Das weiß ich. Sie halten Snowden für einen Spion. Aber wir hätten von den kriminellen Machenschaften von NSA niemals erfahren ohne Snowden. Und unsere Leute machen doch zum Teil mit oder haben mitgemacht. Ne? Also, er ist ein Verräter. Punkt. Die Machenschaften, er hat in einer extremen Situation unsere Grundwerte verteidigt, auch die der amerikanischen Verfassung. Wir könnten darüber noch eine ganze... Wie gesagt, die Lage in Deutschland ist sehr kompliziert. Nein, aber die Lage für Herrn Snowden ist es auf jeden Fall. Das ist aber eine andere Sendung. Frau Pöttrich, wie sehen Sie das im Nachhinein? Haben Sie zur Friedenserhaltung, Sicherung beigetragen? Und wenn Sie sehen, dass es beruflich für Sie ja auch schwierig weitergegangen ist erstmal. Sie haben ja Berufsverbot bekommen, Sie mussten neu anfangen. Alles nicht ganz einfach. Hat es sich gelohnt? Oh je, das ist schwer zu sagen. Also wem das, was ich geliefert habe, geschadet hat oder genützt oder... Ich kann es offen gestanden nicht sagen. Hat es sich denn gelohnt dafür? Feedback. Ich denke auch, dass es in gewisser Weise schon mal nicht von Nachteil sein kann, wenn jede Seite von der anderen Seite auch gewisse Interna erfährt und damit die Sicherheit hat,
da läuft nichts Böses. Ich bin beim Auswärtigen Amt, ehrlich gesagt, eingetreten in der Erwartung, ich kann da jetzt ganz schreckliche Machenschaften aufdecken und so weiter. Das hat sich nicht bewahrheitet. Als ich das vorgestellt habe. Ja. Viel langweiliger. Viel langweiliger, was gibt ja den Spruch, mögest du in langweiligen Zeiten leben. Ne? Das also was im Prinzip nicht beruhigend ist. Ja. Ja. Also ansonsten, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, was jemals an Informationen verwendet worden ist. Das ließe sich in den Akten jetzt nachschauen, aber das ist auf jeden Fall so weit bis hierher ein Einblick gewesen in eine Zeit, die vergangen ist. In gefährlichen Zeiten leben wir auch, in den Zeiten von Fake News wird es noch komplizierter. Ja. Vielen Dank, dass Sie mit uns einen Blick in die Vergangenheit geworfen haben. Herzlichen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Und Ihnen danke fürs Zuschauen und sage Ihnen noch, dass hier Thorsten Schröder auf Sie wartet mit dem Nachtmagazin. Schönen Abend noch. Thank you.